zaubern. Danke. Steck mal hier. Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, ich seh's. Okay. Bisschen tricky, aber wir haben's. Okay. Oh, Mist. Ja, das ist speziell gebaut. Pass auf, wo du hin willst. Ich weiß nicht, wie man das bauen kann. Heftig. Aber yeah. Da müssen wir ran. Sieht sehr stabil aus. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Ich glaube, sich überraschen. Wie schaffe das? Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. Dann einfach an der Seite. Vorsicht, kein Splitter einfangen. Hey. Der schafft das von der Seite. Warte mal. Achso, hier kann man auch grapschen. Oh, ich hätte so Herzklabuster hier. Guck dir das mal an. Wenn sie da nicht. Junge. Da ist das Leben vorbei. Hä, wie kommt der denn hier? Wow. So, lang dann. Das ist meine Planke. Boah, Junge, ich schaff das nicht. Oh, hier geht's ins Fenster rein. Die sind im Schloss. So halbwegs. Mach einfach, was ich tue, okay? Ah. Na, das sieht aber aus, als ob das gleich abfallen würde. Nichts abbricht. Oh, nice. Ein Schweinchen. Aber das war jetzt nicht nur für das Schweinchen, oder? Als ob das nur fürs. Nee. Müsste weitergehen. Hey. Scheinbar ging es da nicht weiter. Es war nur wegen dem Ding. Alles klar. So alles, was du tust. Ja, so in der Art. Sind hier bestimmt nicht günstig, aber kein Wohnhaus. Wäre geiler, wenn auch zu Tiere eingreifen würden. Verwaltungsgebäude? Gab's das? Vielleicht. Krokodil oder so? Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja, vielleicht haben die Steuern gezahlt. War wirklich nicht den Weg. Das will ich eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Kann er nicht schneller laufen, sorry. Ja, von da kann man ja, da ist ja nichts. Oder? Nee, da oben geht's ja auch nicht. Oh doch, da geht's auch weiter. Ich wollte die Racken wieder dazwischen. Da
Schade, die hätten das machen können. In jedem Schrank wäre was. Das ist alles umsonst hier. Ah, warte mal, da ist auch noch eine Treppe. Als ob hier ein Adder. Schön sagen. Tot. So, jetzt geht's weiter. Sneaky, sneaky, sneaky. Oh nein, das sieht nach dem Schlachtfeld aus. Das wollte ich irgendwie Blätter. Heilige Scheiße. Tja, hier sind unsere verschollenen Siedler. Zumindest ein paar davon. Verdammt! Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Hm. Und warum? Oh. Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sehr gut. Sehen wie Soldaten aus. Okay. Also hieß es die Siedler gegen die Soldaten. Und wenn das da oben das Schatzhaus ist... Hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Der Charakterfrosch. Ich folge ihn einfach mal. Der Einzige hat nicht was. Ich hab Lust, okay. Ja, dann lass uns mal weitergehen. Würde ich mal sagen. Mann, das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend. Hier diese Grasmatte vom Gesicht. Ein Hebel. Okay. Vielleicht die Tür, oder? Was? Oder auch nicht. Du mir mal? Ja. Ja, war ja klar. Du bist so laut. Alles leer. War ja klar. Ja, wir sind noch war nicht das Rave? Finalort. Nee. Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Okay, die Diebe von Libertalia, Kapitel 15. Wie viele Kapitel gibt's denn? Hier ist der Schublade. Nix. Nichts. Mit nichts drin. Okay. So, das ist eine einfache Textur. Wir gehen einfach mal hier erstmal lang. Was ist das? Altes Manifest. Viele Schätze. Dieb. Dieb steht da. Okay. Welcher Dieb jetzt, ne? Ja, das Leuchten habe ich auch gesehen. Da drunter. Da ist nichts. Wo ist das ganze Zeug hin? Ja, das ist es. Noch ein Dieb. Was ist hier passiert? So, wir haben den vorderen Teil. Ich denke mal, da leuchtet was. Moment mal. Nathan, hier drüben! Warte, ich guck mal die Schublade. Leer. Leer. Was hast du da? Libertalia-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen,
Der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Devon. Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Okay. Also, wie kommen wir da hoch? Das wollte ich auch gerade fragen. Nichts sagen, das sieht verdächtig aus. Scheiße. Ich hab eine Idee. Gehst du mir eben? Okay. Ja, klar. Immer muss man helfen. Okay, bereit? Aber warum? Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Sieh es einfach als Kompliment. Danke. Okay, jetzt sieht sie stilvoll aus. Aber wo geht's jetzt lang? Da nicht. Das ist viel zu, Kann ich noch weiter hochziehen? Das ist nicht ganz fest. So, ich muss mich an der Kette festhalten. Ich weiß ja nicht, wie du es dann schaffst. So, man kann hier ran. Okay. Verzeihung. Aha. Oh, sorry, Condon. Das ist irgendwie unübersichtlich, ne? Was? Du trittst auf Baldrin. Oh, tue ich das? Ja, der ist jetzt. Hä, hey, wie der denn jetzt? Hat der auch ein Seil? Boah, der Turm, der Berg sieht richtig krass aus. Ah ja. So. Okay, dann mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Sorry. Hey, 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 schrei es nicht. Ich glaube, man stirbt, wenn man da runter geht. Ich lasse es lieber. Ich mache aber nicht mal so. Jawohl. Hm. Ja. Normal müsste ich. Ich mache noch eine Viertelstunde, dann war es das. Ich hab's ja gesagt. Ich kann ja morgen weiter zocken. Aber ich muss mich vorbereiten. Aufs Woche.
auf die Woche. Was ist denn da? Nathan, siehst du den Turm? Klar. So. Ah ja. Nein. Nathan! Ich glaube, da ging es auch nicht lang, ne? Boah, ist mir zu viel Parkour, ne? Das geht mir jetzt mittlerweile voll auf den Sack. Aua. Wo lang geht's denn jetzt? Aua. Ich bin da gar nicht schnell gekommen. Nein, hä? Was machst du denn? Ich wollte an dem Nathan! Ding dran. Ich verstehe, der dich echt dumm an, ne? Kann man sich nicht dran festhalten? Oder ist da Vogelscheiße dran? Also so eine weiße Schicht, dass man da safe da ranklettern kann. Ich verstehe das nicht. Ja, und jetzt? Ist aber auch nicht richtig. Wo muss ich denn jetzt landen? Hier lang. Hey Sam. Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Was da? Ganz schön aufgeregt. Und jetzt? Hier. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Na los, fertig? Fertig. Ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Oh. Na los. So. Hier liegt nichts rum. Schade. Oh, jetzt sind wir entzogen. Was jetzt? Was für ein Ausblick, ja? Den Turm hochklettern. Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Okay, gibt's einen Cut, oder? Hey, ist da unten ein Weg? Sozusagen. Los! Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Da. Hallo. Tschüss. Was muss ich machen? Hä? Wo muss ich hin? Ach, Scheiße! Nathan! Halt auf Haus! Pass auf, weg da! Ich hab einfach geschickt, wie lange, ne?
Alter! Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben! Wirklich? Oh, genau, kommst du denn da rauf? Geh runter! Schnell! Nicht warten! Geh! Was soll sie sein? Nathan! 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 Nicht explodieren. Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Schnell! Oh, oh, nein, oder? Was machst du denn? Arschlöcher! Sam! Komm schon! Hier oben! Kletter das Seil hoch! Na los, na los! Oh, was zur Hölle! Weg hier! Nicht stehen bleiben! Weiterlaufen! Nicht stehen bleiben! Weiterlaufen! Jetzt. Besser alles einem einstürzen. Heilige Scheiße, ey. Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango. Was soll denn das heißen? Au, oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Ah, wenn ich in Form bin. Hat hier gekämpft? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns doch mal. Also bei aller Liebe, sie ist Wortscheine. Aber nichts okay, dagegen. Das war härter als erwartet. Ich Saison, Sack. Finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja,
Meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Oh na, Gott, verdammt. Ich hab genug von dieser Insel. Genug von ihrem Bruder. Und ich hab genug von ihnen. Oh nein, das wird nichts. Ich hab genug von dir, Alter. Oh Mann, Scheiße. Können wir vielleicht einfach darum... Wieso? Ich drück da eh. Besser. Durch, Sam. Ich komme. Mit was da, Sam? Dean! Oh, die müssen doch voll am Arsch sein. Durch das ganze Fein, das, die müssen doch voll die Pille haben. Sie sind schnell. Schieß. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Hey? Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann. Du hast uns noch in der Hand. Entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen. Uns werden ihm nichts. Uns werden ihn nicht finden. Ja. Er hat gesessen. Für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar. Er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten. Bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Oh. Wow. Wir wissen nichts. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu.
Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate. Wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tue es. Junge, ist sie nervig. Knall die ab. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Knall die ab, bitte. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sie ist doch ein Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Nathan! Schau gerade, der knallt die jetzt ab. Weil die abfuckt.